Hey ho, bist du auch ready für ein neues Video-Adventure? Diesmal bin ich im Studio Ballroom Blitz bei Essen und wir hatten in der Früh schon dieses Cyberpunk-Fashion-Design geshootet. Dann ging es gleich weiter am Mittag mit dieser mystischen Kreatur. Ein Skorpion. Das ist auch mein Sternzeichen und ich finde Skorpione mega interessant. Also, weil ich vor allem diese dunklen Skorpione so mystisch und wie ein Schmuckstück finde, hatte ich mich für eine dunkle Basis und darauf mit goldener Farbe entschieden. Hier siehst du mich die Grundierung auftragen. Das ist eine Mischung aus Airbrush mit den Farben von Senior Color und dem Gold mit von Meron. Das sind Farbpigmente, die ich einfach mit so einem Stumpenpinsel übertrage und den Schablonen, die ich bei Teddy damals gekauft hatte. Die Übergänge dann mit der Schablone und dem Airbrush dann noch ein bisschen aufwendiger es erscheint, texturieren. Und jetzt habe ich noch ein Gedicht für dich über das Skorpion. In der Nacht, wo Gold in Schatten spielt, erwacht der Skorpion, sein Panzer zieht. Mystisch, prächtig, in der Dunkelheit verwebt, wie ein Juwel, das leise mondlich schwebt. Aus Asche neu, ein Phönix gleich entflammt, sein Stachel schützt, was sein Herz umrahmt. Zerbrechlich innen, doch außen stark und wild, ein Wesen, das in Stille seine Träume füllt. Seine Scheren mächtig, warnen vor Gefahr, doch in seinem Glanz liegt eine Botschaft klar. Empowerment in jedem Schritt so schnell, ein Schmuckstück der Nacht für Mysterien so hell. Er tanzt allein, ein Jubel in der Stille, sein Wesen spricht von ungebändigtem Wille. Doch nah ihm kommen heißt das Risiko verstehen, sein Anblick fesselt, lässt niemanden gehen. So trägt er Kraft und Schönheit in der Nacht, ein Skorpion, der über seine Grenzen wacht. Er spiegelt uns im Tanz mit Licht und Schatten, das Rätsel des Lebens und in allem, was wir hatten. So, und jetzt ist die Transformation des Skorpions abgeschlossen. Das Headpiece hatte ich vor einiger Zeit aus Thermoplast gebastelt und mit einem Haardonut unterbaut, dass es ein bisschen mehr Volumen von oben zeigt. Und die Stacheln mit Draht unterbaut, einfach, dass man die auch dann so biegen kann, je nachdem, wie man es möchte. Ja, so ein paar letzte Striche mit den Lippen und dann sind wir auch schon Shooting startklar. Und nun nutze ich die Gelegenheit ganz herzlich, mich bei den Fotografen Norbert Heiermeier, JB und Katharinas Taube zu bedanken. Die haben nämlich jetzt die coolen Fotos gemacht, wo du gleich unser Ergebnis sehen wirst. Also viel Spaß beim Shooting mit dem Skorpion im Studio von Ballroom Blitz bei Essen. Let's go! Ich bin jetzt schon zum dritten Mal bei Ballroom Blitz und die sind dort mit Ulrich Heidemann einfach die
Masterclass der Hintergründe. Ulrich sammelt nämlich ganz schön viele Hintergründe, so auch diesen sehr spitzen Styro-Hintergrund, den ich nicht anlangen durfte, weil der war nämlich nur ganz locker festgepinnt. Aber er sah auf jeden Fall zu dem Skorpion mega gefährlich aus. Ja, also Ulrich und seine 1000 Hintergründe sind ein absolutes Highlight bei jedem Workshop im Ballroom Blitz Studio. Ganz, ganz so ein bisschen filmen. Und hier fotografiert der Norbert Heiermeier, Heino Fotogeek auf Instagram. Und das ist auch ein Fotograf, der mich jedes Mal so inspiriert, wenn er wieder mit einer neuen Technik um die Ecke kommt. Auf jeden Fall mega Team. Und dieses Jahr geht es ja auch wieder nach Teneriffa, wo ich mich schon mega drauf freue. Also ein tolles Team mit JB. Und für alle Social-Media-Fans gibt es hier noch ein weiteres Highlight von Uli. Er hat nämlich eine selbstgebaute Plattform hier, wo man sein Handy einspannen kann. Und dann kann man einmal ganz drumherum eine Kamerafahrt simulieren. Also mega cooles Ding. Haben wir auch gleich ausprobiert. Und hier siehst du das Ergebnis. Und Jens macht ja Roleplay und hatte sein mega cooles Katana auch mitgebracht, weil das einfach zu dem Skorpion farblich so mega gepasst hat. Du siehst dann später die Fotos noch mit diesem tollen Schwert. Ja, und das war's eigentlich dann auch schon dieses Mal wieder vom Shooting im Studio bei Essen. Und ich freue mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Auf jeden Fall wird es in ein paar Monaten im April, 13. April, bin ich wieder dort, ein ganzes Wochenende, auch mit 3 Models noch zum Stylen. Und bin schon gespannt, was es diesmal wird. Auf jeden Fall sei wieder dabei. Master at work. Out of cam. Oh, cool. Das out of cam. Sind hammergeile Bilder, ne? Cool. Ja, aber ey. Danke dir auf jeden Fall, dass du auch bei diesem Adventure wieder mit voll dabei gewesen bist bis zum Ende. Fühl dich von mir kreativ umarmt und wir sehen uns beim nächsten Adventure. Und pass auf die gefährlichen Skorpione in kreativen Fotostudios auf. Bis dann, deine Julie. Thank you.